Okay, ich habe noch mal ein bisschen mit dem Lautstärke-Einstellung aus rumhantiert. Ja, also in etwa. Ich habe jetzt einfach das Headset voll aufgedreht. Ich denke mal, man hört dann irgendwas auch. Wenn nicht, tut's mir leid. Aber naja. Auf jeden Fall, das Headset nicht mehr auf dem Kopf so. Das ist schon mal klar. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall muss ich erstmal diesen Stein jetzt richtig schieben. Also, Fuba. Mach wieder Stärke. Genau. Bumm. So. Fels runter. 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 Weiter runter geht gerade nicht. So. Jetzt. Jetzt nach oben wieder. Und ins letzte Dings rein. Juhu! Okay, jetzt sind alle vier Felsen unten. Das heißt, normal weiter. Ja. Da liegt ein Item. Das will ich haben. Top-Trank. Kann man brauchen. Okay, jetzt gehe ich mal hier. Wie komme ich da jetzt? Weiter. Moment, ich muss irgendwo. Kann ich so gegen den Felsen seitlich? Ja. Ah, so geht's. Okay. Schutz wird nicht mehr egal. Dafür kriegen wir einen Hyperheiler. Ich kann ja auf 150% stellen. Direkt klingt's anders, ne? Direkt klingt's anders. So ist das nun mal. Okay, runter. Zertrümmererfelsen. Und dort finden wir ewiges Eis. Verstärkt Eisattacken um 20% oder so ähnlich. Aber, nee. Das ist ein Leiter, das wäre aber zu einfach. Genau, weil da liegt noch was. Das ist einfach. Einfach hier so. Zack und Item. Lawine. Das ist, glaube ich, die Eis-Variante von Gegenstoß. Glaube ich. Na, so in etwa. Nicht ganz, aber so in etwa. Egal. Da liegt noch ein Item. Das sieht aber nach einem Rätsel aus. Okay. Ich muss zuerst den Stärkefelsen nach unten schieben. Weil sonst geht hier überhaupt nichts. Na, das war zu weit, scheiße. Mist. Okay, ich muss mal kurz neu. Ich dachte, Stärkefelsen nur um eins nach unten schieben, weil der dient als Puffer da. Ich muss natürlich verschieben. Mann, Fukano, kannst du mich an gar nichts erinnern? So, jetzt aber. Eisen. Verstärkt Defensive? Irgendwie sowas. Verteidigung, glaube ich, ja. Und hier Protein. Das verstärkt den Angriff. Ach, guck mal, so eine Kimono-Tante. Ja, Überraschung. Oh, die Sohlen kleben im Eis drin. Na, sowas. Verloren gefroren. Hahaha. schlechter Witz. Schlechtes Wortspiel. Naja, lassen wir sie mal ihre Wortspiele machen. Ja, das reimt sich sogar. Arbeitet euch bis zu meinem Rücken vor und gebt mir einen Schubs. Ich muss zu ihrem Rücken. Ah, so, okay. Ja, komm, jetzt hatten wir schon mal den Dialog. Okay. Bam. Und raus ist die. Gern geschehen. Und tschüss. Auf Nummer wiedersehen. Okay, jetzt will ich das Item da unten haben. Nur wie? Ich muss irgendwie da.
Jetzt so fahre ich im Kreis nur. Es muss irgendwie so gehen. Ah, okay. So geht's, genau. Und das Ganze von AP Plus in der Klasse. Okay, jetzt muss ich noch den hier raus. Okay, das ist einfacher. Und wir kommen tatsächlich in Ebenholz City an. Egal, Schutz wird nicht mehr. Natürlich bin ich extrem talentiert. Ich bin der Beste. Okay, das war ein Lag. Ein weibliches Dragonier habe ich nicht, ne. Ich würde es aber auch nicht gegen Lodri tauschen. Lodri ist mir zu blöd. Ja, was ist mit Vulcano? Muss ich mir anstrengen. Mag mich Vulcano etwa nicht? Oh Mann. Erstmal ins Center. Entschuldigung fürs Husten. Tut mir leid, es geht nicht anders. Ich bin schließlich erkältet. Ah, die Pokémon-Liga ist im Indigo-Plateau. Ja, da will ich hin. Allerdings brauche ich zuerst auch den Orden von Sandra. Ach, der Attackenverlerner ist hier in der Stadt. Das ist cool. Ja, du hast Radio. Na, danke. Okay, erstmal wieder ein paar Items abholen. Kiroya-Bären. Ja, ist mir jetzt egal, was die Bären bringen. Piapa-Bären. Okay, schön. Nochmal Piapa-Bären. Gott, kann die Mutter nicht mal was Ordentliches kaufen? Okay, das war's schon. Na, ja, ich find's schade, dass es Top-Leber nicht zu kaufen gibt. Ich würde meinetwegen auch 4000 für zahlen. Ja, okay, das Appell nicht abgefüllt werden, ist klar, bei Beleber. Aha. Hält am längsten an, aber ist auch nicht unbedingt das wirksamste. Also auf das Kosten-Leistungs-Verhältnis. So. Haus der Attacken. Hier lernt deine Pokémon Attacken zu vergessen oder sich wieder in sie zu erinnern. Ach, hier sind Attacken-Verlerner und Attacken-Helfer bei. Ah, das ist cool. Okay, das ist der Attacken-Verlerner. Nein, ich möchte nichts verlernen lassen. Okay, und das ist der Attackenbeilbringer. Allerdings will der für jede Attacke auch eine Herzschuppe. Und da habe ich keine gerade. Glaube ich. Nee, habe ich nicht. Okay, was machst du? Oh Mama. Ja. Ach genau, die will Draco-Meteor beibringen, aber ja, ich habe keine Drachen. Ah, und der bringt Aquahaubitze, Lohkanonade oder Fauna-Statue bei. Dem Starter. Aber mein Imperator braucht keine Aquahaubitze. Okay, das ist die Stadt der Drachen-Pokémon. Ja, und die Arena ist auch Drachen, ne? Das wird ein Spaß. Aha. Sandra erwartet mich, okay. Oh, dann schaue ich da mal rein, ne? Was willst du jetzt? Okay. Tschüss, Vulcano. Okay, noch nicht. Nach dem Dialog erst. Sandra setzt Drachen ein. Aber anfällig gegen Eis, ja. Drachen haben als Schwächen Eis und Drache. Eis habe ich bei Tobita. Drache habe ich überhaupt nicht. Okay. Ach, das ist so ein blödes Rätsel, ne? Ich muss die Plattform so drehen, dass ich da hochkomme. Okay, erst Trainer in Drachenarena. Jetzt wird sich zeigen, ob ich eine Chance habe. Ob ich jetzt trainieren muss oder später. Dratin, ja, das sieht doch schön aus. Stärke. Ah. Oh, Nassschweif. Au. Oh, das ist mies. Ja, okay, Fuba ist dem Tode geweiht. Kann ich so opfern. Oh, Drachenstoß. Au. Boah, was ist das für ein Dratini, ey. Wasserschweif, Drachenpuls. Das ist heftig. Agrion, mach du mal.
bisschen dürfte ich eigentlich mit Antikrat auch wegkriegen. Ja. Das habe ich erwartet. Noch ein Dratini. Fängt an zu regnen gerade. Okay, Spukball. Also mit Regen ist natürlich eher auf draußen bezogen, auf RL und so. Ne? Kennen vielleicht einige von euch. Ich kenn's nicht, nee, Scherz. Okay, also Dratini auch besiegt. Agrion macht sich verdammt gut gerade, muss ich sagen. Seemon. Als Wassertyp hat da Venus eine gute Chance. Weil Seemon ist noch kein Drache, sondern nur Wasser. Darum ist Pflanze noch sehr effektiv. Drache hat ja Resistenz gegen Feuer, Wasser, Pflanze und Elektro. Boah, also die Kampfmusik ist echt laut aus dem Headset. Ich meine, ich habe das Headset voll aufgedreht und ich habe es auch gar nicht auf dem Kopf drauf, aber trotzdem verdammt laut. Irgendwie. Ich hoffe, man hört die Stimme dadurch noch. Oh, Volltreffer. Mann, ich hätte es hätte gereicht. So ein Drecksvieh. Oh Gott, schon zwei Verluste beim ersten Trainer. Ey, so packe ich die in der Arena leider nie. Ich muss vorerst trainieren. Sonst habe ich überhaupt keine Chance. Das ist klar. Schade, schade, Schokolade. Ja. Ah, das Portal, das... Ah, ich wollte nicht kämpfen, Mann! Okay. Muss jetzt sein. Ich wollte zwar nicht, aber okay. Das sind nur zwei. Okay, Agrion, mach schnell bitte. Ich habe keine Chance in der Arena. Ich muss trainieren. Oh, shit. Okay, nochmal Antikraft, dann ist das besiegt. Level 34 für Agrion, sehr schön. Dragonier. Da setze ich Tobita ein und guck mal, was Eiszahn ausrichtet. Hoffentlich einiges. Oh ja, sieht gut aus, Hälfte. Okay, nochmal Eiszahn. Na, Drachenwut, fixer Schaden 40. Das geht schon. Gut, Dragonier ist Volltreffer besiegt. Der war unnötig. Okay, okay, der Trainer war nicht so schwer, aber auch nur, weil ich Eiszahn hatte. Nee, ich muss erst wirklich trainieren. Ich denke mal... Ja, Mutter ruft an, okay. Du hast was gekauft, wir wissen's. Also ohne Training läuft ja echt gar nichts. So wie ich das sehe. Ich denke, bis Level Minimum 37 muss ich trainieren. Ich weiß nicht, wie stark die Arena ist, die Arena-Leitung. Aber das Dragonier war gerade schon Level 37, also... Und da hänge ich mit 33 verdammt weit hinterher. Darum mache ich hier Schluss an dem Part. Ich denke mal, ihr wollt das Training nicht sehen. Das werde ich dann in Ruhe machen. Und ja, dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn mein Team meiner Meinung nach stark genug ist, um in der Arena zu bestehen. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und so weiter. Und tschüss.